Im Kloster Maria Bildhausen geht es um die Wurst. Denn hier warten 28 handwerklich erzeugte Spezialitäten der Rhöner Genusshandwerker nur darauf, von hungrigen Feinschmeckern bestellt zu werden. Sie alle sind Teil des Rhöner Wurstmarktes, der dieses Jahr Corona-bedingt online stattfindet. Auf der neu gestalteten Website können sich Gourmets verschiedene Schlemmerpakete direkt nach Hause bestellen. Die Schlemmerpakete sind so zusammengestellt worden, jeder der 28 teilnehmenden Aussteller hat ein Produkt eingesendet und ein Gremium aus 7 oder 8 Personen hat es dann so zusammengestrickt, dass also in jedem Paket von jedem etwas drin ist. Dass dann 3 Schinken in einem Paket sind oder 3 Salami in einem Paket sind, sondern dass in jedem etwas drin dabei ist. So sind 3 Schlemmerpakete für jeden Geldbeutel entstanden. Die Rhöner Entdeckungen, das Rhöner Geschmackserlebnis und die Rhöner Genusstour. Jutta Lurz ist eine der Verpackerinnen der Schlemmerpakete. Sie schnürt die Genussboxen im Rahmen eines Inklusionsprojektes. Das freut uns unglaublich, dass wir hier Bildhausen auch noch unterstützen können. Menschen mit Behinderung werden hier unsere Pakete natürlich unter fachlicher Anleitung packen und auf den Weg zu unseren Wurstmarktfreunden in ganz Deutschland oder vielleicht auch weiter hinaus bringen. Mit wenigen Klicks kann sich damit jeder Gourmet von der hohen Qualität der Rhöner Genusshandwerker überzeugen. Denn dafür ist die Region schließlich bekannt. Früher war die Wurst und der Schinken hier in der Rhön ein Zahlungsmittel. Also wer einen Rhöner Schinken hat, der hat dann irgendwo anders auch dafür einkaufen können. Das kann man heute zwar nicht mehr, aber es war damals schon begehrt. Die Schlemmerpakete können ab sofort bis zum 11. Oktober bestellt werden. Danach können sich alle Feinschmecker auf die Auslieferung freuen und dann ist nur noch Genießen angesagt.